vorbei am Licinellator di Paestum sind wir auf dem Weg zum Camping Villaggio dei Pini. Ja, ich soll mal da links fahren, konnte parken, wo ich wollte und um 4 Uhr mal zur Anmeldung kommen. Das war uns dann doch alles ein wenig zu eng hier, muss ich sagen. Der Platz war auch bestimmt zu 95% belegt. Und dann haben wir uns entschlossen, doch weiterzufahren. Und wie es dann weitergeht, ja, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. So, wir sind hier auf dem Camping Athena in der Nähe von Paestum. Also das Schild ist ja schon mal vielversprechend und auch die Hinweistafeln hier am Campingplatz sind brandneu. Aber das ist auch das Einzige, was in den letzten Jahren hier wohl neu gemacht wurde. Ja, wir fahren ja immer in der Nachsaison und ja, im letzten Jahr soll der Campingplatz wohl Anfang Oktober schon geschlossen haben. In diesem Jahr hat er bis Ende Oktober auf. Aber ich glaube, Anfang Oktober fangen sie hier an, alles abzubauen. Also Restaurant, Café ist alles geschlossen. Der kleine Markt hat geöffnet. Der ist auch gar nicht schlecht sortiert. Aber ansonsten ja, ist hier nicht mehr viel. Die Sanitäranlagen werden auch mehr oder weniger sporadisch gereinigt. Der Platz ist relativ leer. Also man hat ja freie Platzwahl. Das einzig super an dem Platz ist hier der Strand. Der Strand ist fantastisch mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen, die jetzt aber auch dann vorzeitig schon abgebaut worden sind. Das Wasser ist sehr, sehr klar. Wir sind ja hier in der Bucht von Salerno und ja, uns gefällt es hier eigentlich relativ gut. So, die Stellplätze sind ausreichend groß hier und wir begeben uns jetzt mal Richtung Strand. Genau, das machen wir immer gerne, so gegen Mittag. Nach dem Frühstück. Ja, aber wie gesagt, hier die Stellplätze, auch für größere Mobile, problemlos geeignet. Man steht hier sehr schön unter Eukalyptusbäumen. Genau, und Kiefern, ne? Ja, und nach ein paar Metern erreicht man dann auch schon entweder das Sanitärgebäude oder man dreht links ab zum Strand. Ja, die Wege zum Strand sind hier mit Kunststoffplatten belegt, die allerdings auch zur Hälfte schon weggeholt worden sind. Gestern sind die letzten Sonnenschirme vom Strand weggeholt worden, beziehungsweise heute Morgen. Ja, und jetzt ist auch nicht mehr viel los in der Nachsaison, obwohl das Wetter super ist. 27 Grad, strahlend blauer Himmel, ruhiges Wasser. Da kann man doch auch mal wieder einen Tag am Strand verbringen, meine ich. Ja, und wie ihr uns kennt, haben wir natürlich nicht nur gefaulenzt, sondern haben uns Paestum angesehen. Das ist eine UNESCO-Weltkulturerbe anerkannte Ruinenstätte
hier in der Region Kampanien und mit ganz sehenswert erhaltenen Tempelanlagen. Wir haben da den großen Poseidon-Tempel und dann noch einen Hera-Tempel und für die Athene hat man auch noch einen Tempel gebaut. Und die Grundmauern der einzelnen Häuser dieser Stadt ergaben schon ein Bild von einer gewissen Größe auch, was hier mal existiert hat. Also sehr, sehr interessant. Aber nicht nur Ruinen, sondern auch die kleinen alten Städte haben sie uns hier ja angetan in Italien. Und so sind wir mit den Fahrrädern nach Agropoli gefahren und haben uns dort mal umgesehen. Thank you.
Sonnenuntergang lassen wir unsere Zeit hier auf dem Campingplatz Athena ausklingen. Hallo ihr Lieben! So, hallo! Ja, jetzt unser Fazit zu unserem Campingplatz Athene. Genau. Ja, als wir hier ankamen, dachte ich wieder, oh Gott, oh Gott. Aber die Plätze sind großzügig. Ja. Man hat überall Schatten. Wir wollten ja zuerst auf einen anderen Campingplatz. Ja, auch das stimmt. Auch einen Axi-Platz, der ein Stück weiter höher liegt, irgendwas mit Pini. der hat das ganze Jahr geöffnet. Und dieser hier nur bis jetzt, bis Ende Oktober. Genau. Aber der war sozusagen voll. Also wir konnten rein, wir hätten uns einen Platz aussuchen können, aber ich habe keinen gefunden, der uns jetzt zugesagt hätte. Das war alles sehr, sehr super eng. Und ja, ich habe auch ehrlich das Gefühl gehabt, da ist überhaupt gar kein Platz mehr und schon gar nicht für unseren, der 7,5 Meter. Also ich denke mal auch sehr viele Dauercamper oder Überwinterer schon. Sehr viel Deutsche. 80-90% Deutsche, würde ich sagen. Ja. Und ja, und dann mussten wir ja ausweichen. Hier haben diesen hier gefunden, Camping Athene. Genau. Ja, und da war Gitta erst nicht so begeistert, wie sie ja, sagt. Ja, die Sanitäranlagen, das macht mir immer so ein bisschen zu schaffen. Und die Duschen, die liegen direkt am Strand. Und dadurch ist da auch sehr viel Sand im Sanitärgebäude. Und das sah für mich erst ziemlich schmutzig aus, was sich letztendlich gar nicht so darstellt. Nee, gut. Ich sag mal, von 10 Duschen sind 7 mit kaltem Wasser und 3 mit warmem. Nee, man kann vorne Bescheid sagen. Das haben wir hier Camper-Kollegen gemacht. Ah, okay. Also wie gesagt, alles im grünen Bereich eben italienisch. Ja, wir sind ja jetzt auch schon länger hier als eigentlich geplant. Geplant waren 2-3 Tage. Inzwischen ja, jetzt sind wir eine gute Woche hier und es tut uns leid, wenn wir vielleicht morgen abreisen. Es fällt uns schwer, das Wetter ist einfach konstant. Angenehm, nicht zu heiß gewesen. Ja, wir haben hier konstant 27 Grad gehabt. Strahlend blauer Himmel, keine Wolke, immer ein leichter Wind. Also ja, optimal kann ich eigentlich nur sagen. Ein super Strand, super klares Wasser. Ja, sehr schön zum Schwimmen, sehr angenehm. Flach, rauslaufend, also für Kinder sowieso optimal. Genau. Jo, ab und zu fliegt hier mal so ein Gleitschirmflieger mit Motor rüber. Genau. Ist auch immer beim ersten Mal eine kleine Attraktion, aber es ist dann letztendlich auch täglich mal so. Genau. Auch gegen Abend sind gestern Ballons aufgestiegen, Heißluftballons. Ist eigentlich immer ganz schön. War auch sehr schön, ja. Ausflüge haben wir gemacht, zum einen nach Paestum, also so eine altgriechische Tempelanlage oder Ansiedlung mit erhaltenen Tempeln, also aus dem, ich sag jetzt mal, die ersten Griechen haben hier 800 Jahre vor Christus in Süditalien gesiedelt. Das ist so 500, 300 Jahre vor Christus. Ja, ich war geflasht. Also ich habe mir immer vorgestellt, wie es in Griechenland wirklich auf der Akropolis und so aussah. Und plötzlich stand ich vor so einem Tempel und dachte, naja, so ähnlich wird es schon sein. Und so komplett erhalten, dass ich wirklich ein Raumgefühl hatte und die Höhe und alles. Es war für mich total beeindruckend. Ich fand es toll, dass wir da hingefahren sind. Und da war auch nicht nur ein Tempel. Und da stehen 3, ne? Und auch richtig gut erhalten. Richtig. Und dann mit diesen wahnsinnig dicken, massiven Säulen. Das ist schon, wenn man die so in Natura sieht, echt beeindruckend. Ja, und die Fundamente. Also da habe ich auch gedacht, ja, auf so einer Steinlage hätte das nicht gereicht. Denn die Säulen und auch, die sind ja manchmal zweistöckig, die Tempel. Also es war toll. Ja. Also wirklich, es hat mich... Der Besuch mich, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Also wir waren ja voriges Jahr in Pompeji. So die Anlagen, die Straßen und auch die Wohngebäude, die standen leider nicht mehr. Aber man konnte die Grundrisse immer erkennen und da hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Ja, zum Teil ja noch Anlagen wie ein Schwimmbad oder so. Also es waren Häuser, die hatten ein Grundstück oder Hausgröße von 2800 Quadratmetern. Also hier haben schon auch reiche Leute gewohnt. Ne? So also, mit Atrium und so. Ne? Ja, das war also, schon, man konnte es noch gut erkennen. Ja, war wirklich interessant. Ja, dann haben wir noch einen Ausflug nach Agropoli gemacht, die nächstgelegene Stadt hier.
Das war auch schön. War also auch ich sehr schön. Muss sagen, wir erkunden ja gerne mal die Umgebung. Wir fahren jetzt nicht immer extra wegen der Umgebung irgendwo hin. Das ist so 50-50, ne? Ja, nee, sonst haben wir hier auch, muss ich ehrlich zugeben, wenig gemacht. Wir ja, ich meine, sehr viel gefaulenzt, sehr viel. Ja, weil ich gesagt habe, ich kriege in meinen Kopf nichts mehr rein. Ich weiß nachher gar nicht mehr, wo wir waren und was zu welchem Ort gehörte. Und das hat sich jetzt wirklich auch ein bisschen gesetzt. Und wir haben auch ein bisschen Haushalt gemacht, ne? Wäsche gewaschen und so. Es war ganz schön. Normales also, Camperleben, ja. Ja, genau. Ja. Nein, aber so am Strand, hier konnte man wieder laufen. Hier kann man wieder Kilometer am Strand entlang laufen. Wir haben es noch gar nicht gemacht, diese Reise, ne? Während dieser Vorher? Reise. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, wir waren ja, die Strände waren oft auch nicht so lang und so groß, ne? Ja, und sehr steinig, da ist das mit dem Langlaufen am Strand auch nicht so einfach machbar. Also hier war es wieder sehr, sehr schön. Genau. Im Golf von Salerno, ne? Da sind wir ja jetzt... Ja, das schöne Wetter, der großzügige Platz, den man hier hatte. Es gab auch einen kleinen Markt, wo man sich dann immer ein bisschen Frischzeug holen konnte. Das ist jetzt nicht die Riesenauswahl, aber für das eine oder andere, was man brauchte, hat es schon gereicht. Ja, ja, ansonsten hatte ich ja schon gesagt, die meisten Einrichtungen sind hier leider geschlossen. Ne? Ja. Nebenan gibt es ein gutes Restaurant und auch eine sehr schöne Strandbar. Mhm. Sehr schönes Ambiente, ich würde sagen etwas gehobeneres Ambiente, auch das Restaurant, auch die Preise. Ja. Aber ja, man sitzt fantastisch und man isst auch sehr gut. Ja. Ne? Ja. Und gestern haben wir dann, waren wir etwas erschöpft, hatten keine Lust mehr zum Kochen. Da sind wir rübergegangen. Man kann sich da auch eine Pizza bestellen. Auch zum Mitnehmen. Ja, ja. Und die waren nicht schlecht. Nee, und auch also die war günstig. 10 Euro. Also oder 7 oder 8 Euro gibt es. Je nachdem, aber 10 Euro war, glaube ich, die teuerste. Genau. Die teuersten. Mhm. Also und reichlich Auswahl. Also kann man zufrieden sein. Ja, absolut. Ja. Ja, das war es eigentlich von hier. Mhm. Und jetzt werden wir langsam mal so die Rückreise Richtung Heimat, ja, genau. antreten. Ja. Ja, wobei Rückreise ja auch immer noch mit einigen Stopps verbunden sein wird, ja, denke ich mal. Wir werden vielleicht auch noch mal ein oder zwei Tage irgendwo sein. Ich möchte ganz gerne noch mal irgendwo wandern. Vielleicht. So immer mit deinem Wandern. Ja, aber es war bisher so heiß, dass das mit Wandern illusorisch war. Nee, also ich möchte mich auch nicht kaputt machen und da einen Hitzschlag kriegen in genau. der Hitze. Ne? Also ich sag mal, es gibt Strandwetter und es gibt Wanderwetter. Genau. Ja, alles zu seiner Zeit. Ja, und vielleicht haben wir ja auf der Rückreise noch da irgendwo Gelegenheit. Wir schauen mal. Ja, kommt mal mit, dann wisst ihr es nachher auch. Ne? Ja, immer gerne. Ja, wie gesagt, Kanal abonnieren oder mal auch einen Daumen hoch. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn wir sehen, euch hat unser Bericht gefallen. Ja, wir fanden es auch gut. Uns hat auf die letzten Filme jemand eine Anregung gegeben, hat gesagt, da ist das jetzt anders als vorher und das gefiel ihm nicht so gut. Das finden wir schön und möchten uns auf diesem Weg einfach mal bedanken. Jo, da war die Doris. Ja, wusste ich jetzt nicht. Aber das gibt einem ja auch immer ein gutes Gefühl, dass andere auch mit Aufmerksamkeit die Filme verfolgen. Ne? Ja, okay, dafür nochmal vielen Dank. Ja, danke, Doris. Also, ich sag mal, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.